Paleo TV. Herzlich willkommen zu Joe Paleo TV. Ich bin Johannes Queller und heute zeige ich euch ein paar Mobility Drills für den Deadlift oder fürs Kreuzheben. Das heißt, dafür brauchen wir mal wieder unser Gummiband und das befestigen wir hier an einer, ich vergesse immer den Namen, Pfosten, Pole, Post, sowas halt. Dann platzieren wir das Gummiband so am oberen Ende des Oberschenkels, sodass er halt gerade eng an der Hüfte dran vorbeiläuft. Dann sind wir, wer keine perfekte Kniebeuge kann, so wie ich, hält sich vorne fest an einem anderen Gegenstand oder an einem Helfer. Dann gehen wir in die Kniebeuge runter. Das Gummiband hilft uns, dass wir jetzt ein bisschen Zug haben und der Oberschenkel zurück in die Pfanne gedrückt wird. Ja, jetzt schieben wir das Knie gerade entlang der Position des Fußes nach vorne und nach außen. Wichtig ist nicht, dass wir hier von innen nach außen gehen, sondern gerade nach vorne und nach außen. Das heißt, wir sind in der Kniebeuge und nach vorne und nach außen. Das heißt, wir oszillieren jetzt hier einfach mal ein bisschen nach vorne und nach außen. Versuchen, die Ferse immer am Boden zu lassen. Ja, da seht ihr schon, hier will meine Ferse schon hoch. Ja, meine Beweglichkeit im Sprunggelenk lässt echt zu wünschen übrig. Nach vorne. Und da arbeite ich schon seit 2 Jahren dran. Und es ist schon viel besser geworden. Grausam, oder? So, das macht ihr ein paar Mal. Danach legt ihr das andere Bein nach hinten in so einen langen Ausfallschritt und geht mit dem Ellenbogen zur Hacke runter und macht genau das gleiche nochmal. Wieder nach vorne und nach außen. Vorne und nach außen. Vor und nach außen. Ja, Ferse so gut es geht am Boden lassen. Danach nehmt ihr die Beine hier rauf, die Hände neben den Fuß und streckt den Fuß nach hinten, vor, hinten, vor, hinten, vor. Danach steht ihr auf und schiebt jetzt nochmal die Hüfte nach vorne. Geht nach vorne, versucht mit geradem Rücken so weit wie möglich runterzukommen, schiebt die Hüfte wieder vor. Das Ganze ruhig ein bisschen dynamisch. Alright, dann schauen wir uns nochmal im Test, schon wieder vorher vergessen, ja, schauen wir wieder im Test links, rechts. Vergleichen, schauen, wie weit kommen wir runter. Ein Bein aufstellen, das andere auf die Fußspitzen. Und jetzt schauen wir, wie weit komme ich hier eigentlich runter. Ja, ich komme hier runter, bis ich mit dem Handgelenk am Boden bin. Und auf der anderen Seite nicht ganz so weit. Ja, hier streckt es. Hier komme ich easy runter, wie ihr seht. Ja, das heißt, die Seite ist definitiv besser, komplett gestreckt. Und hier, komplett gestreckt, komme ich bis hier hin runter. Das heißt, ich habe da auf jeden Fall schon mal ein bisschen meine Beweglichkeit verbessert. Und regelmäßig machen, vor allem vorm Training, einfach die Beweglichkeit verbessern, damit ihr in der guten Position das Training machen könnt und die Bewegung in der perfekten Ausführung lernen könnt und verinnerlichen könnt. Alright, das war's für heute. Mobility Drill Deadlift. Checkt die anderen Videos, abonniert den Kanal und viel Spaß beim Surfen. Cheers!